In unserer Serie Landwirtschaft besuchen wir heute die Weizer Schafbauern. Ihre Produkte sind vielfach ausgezeichnet und überaus begehrt. Mit der Schafhaltung haben sich übrigens viele kleinere, ehemalige Rinderbauern wirtschaftlich saniert. Morgenerwachen am Hof eines Weizer Schafbauern in Markthartmannsdorf. Drinnen im Stall hat der Tag längst begonnen, die Tiere drängeln sich. Gilt es doch, die ersten Plätze am Melkkarussell zu ergattern. Von innen schauen wir uns an, wie die Schafe gemolken werden. Es ist sehr viel Arbeitsersparnis, weil wir ja ca. 10 bis 12 Schafe auf einmal melken können. Und wir haben als Familienbetrieb so eine Chance zum Überleben. 2 Liter Milch gibt jedes Schaf am Tag. Kosten Sie mal. Bin schon gespannt. Wie schmeckt's? Fetter schmeckt's. Es ist ein inhaltsstoffreicher, nährstoffreicher und sämiger. Mhm. Wirklich und gut. Die Milch von Ihren Schafen wird mittlerweile zu 30 Schafmilchprodukten weiterveredelt. Die Idee zur eigenen Molkerei der Weizer Schafbauern, die ist ursprünglich aus einer wirtschaftlichen Notsituation heraus entstanden. Die Molkerei in Weiz. Komm, Seiner. Die Obfrau der Weizer Schafbauern zeigt uns die breite Produktpalette, die in den vergangenen 2 Jahrzehnten hier entwickelt wurde, seit sich die Weizer Schafbauern auf eigene Beine gestellt haben. Die Molkerei, die was damals die Milch übernommen hat, hat aufgehört, ist geschlossen worden. Und wir haben uns dann die Überlegung gemacht, trauen wir uns drüber, übernehmen wir selbst die Molkerei oder schließen diese Betriebe. Und dann war unser Entschluss, dass wir die Molkerei kaufen und selbst mit der Vermarktung beginnen. 20 Mitarbeiter arbeiten heute in der Milchverarbeitung. Mit regionaler Schafmilch verarbeitet zu Joghurt und Käse hat man auch eine gute Nische gefunden. Wir sprechen sehr viele Allergiker an. In Österreich gibt es 15% Kuhmilchallergiker und unser Eiweiß vom Schafkäse ist erträglicher. Den Käse reifen lassen. Laufend die Qualität überprüfen. Und innovativ bleiben. Anfangs wurde für die Region produziert, seit einem Jahr reicht der Markt bis nach Deutschland. Mittlerweile liefern wir überregional und wir gehen da sehr stark auf die Kundenwünsche ein. Wir müssen immer wieder was Neues bringen, damit wir am Markt bestehen können. Der Erfolg hat viele Väter. Nach diesem Prinzip gibt die Genossenschaft in wirtschaftlich guten Zeiten etwas zurück. Und auch der Landwirt bekommt mehr für seine Milch.